Und auch Mama natürlich. Danke für die TikTok-Geschenke. Oh mein Gott. Was? Was macht er da? Er konserviert seine Opfer. Und die Sachen. Warum? Konservieren, ne? Weil sie ihm etwas bedeuten. Nein, damit sie frisch bleiben, Junge. Trophäen. Andenken. Da kann ich die Kiste hinschieben. Die Matt scheint sehr viel zu wissen. Glaubst du, wir haben es mit mehreren Personen zu tun? Was meinst du? Sich um alles hier zu kümmern, die Roboter, die Fallen. Schafft das ein einzelner Mann? Was meinst du, Alex? Ein getriebener, sehr gestörter Mann. Ich glaube, hier hoch, dann da hoch. Aber jetzt gucken wir erstmal hier rein. Mal. Was ist das? Ein Mensch. Aber was kann der? Außer rumliegen. Mr. Lee Harrison, 6.10.22. Versuchsperson ist erstickt um 4.27 Uhr. Versuchsperson gewaschen, einfrieren nicht erforderlich, da formal Dehydlösung vorbereitet wurde. In das Auswertungshaus gebracht, um mit der Konservierung zu beginnen. 7.10.22. Frühe Zersetzung hat noch keinen offensichtlichen Verfall gezeigt. Brauchbares Exemplar für die animatronische Integration. Injektion einer Formaldehyd-Fixierungslösung ist das Herz-Kreislauf-System der Testperson. Fixierungslösungsprozess abgeschlossen. 4,5 Stunden. Versuchsperson in Acetonbad gelegt, in 24 Stunden erneut untersuchen. 8.10.22 keine Probleme mit der Versuchsperson in Aceton gefunden. Noch keine Anzeichen von Leichenstarre. In 48 Stunden erneut untersuchen. 10.10.22 gute Fortschritte, Anzeichen von Starre in den Extremitäten. Die vorherige Versuchsperson Mr. Lewis Harrison musste in einem Säurebad entsorgt werden. Die Leichenstarre erreichte die Hand und verursachte eine starke Blasenbildung, was dazu führte, dass die Probe nicht brauchbar war. Möglicherweise aufgrund der kleineren Statur der Versuchsperson, die Zersetzung beschleunigte. 84 Kilo im Vergleich zu 64. Einer Verzögerung beim Beginn der Fixierung oder einer der zu niedrigen Schätzung des Formaldehydgehalts. 13.10.22. Weiterhin positive Entwicklung, Extremitäten vollständig verhärtet bis hin zu Starren der Gliedmaßen. In einer Woche erneut untersuchen. 20.10.22. Gliedmaßen 50% verhärtet, Aceton abgelassen und ausgetauscht. In 24 Stunden erneut untersuchen. 21.10. keine Probleme mit neuem Acetonersatz. In einer Woche erneut untersuchen. Okay. Hey, nicht das, das an der Wand. Also einmal schön in die Haut spritzen. Ah, Schritt 1 fixieren. Schritt 2 sezieren. Schritt 3 entferne von Körper Fett und Wasser. Also hier könnt ihr was lernen, Leute. Schritt 4 imprägnieren. Schritt 5. Schritt 5 positionieren. Und Schritt 6 aushärten lassen. Wer Körperteile sammelt und nicht weiß, wie man sie aufbewahrt oder frisch hält, hier könnt ihr euch screenshotten, könnt ihr ein bisschen üben. Ich persönlich werde das nicht zu meinem Hobby machen. Ich sammle eher was anderes wie Menschenkörperteile, aber wer will, der kann. So, hier ist auch nichts. Da was. Ansehen. Ich wette mit dir, dass er Ansehen mit Händen macht. Ich glaube nicht, dass er das mit Augen ansehen wird. Ich habe das Gefühl, dass dieses Ansehen mit Händen passieren wird. An alle Einheiten hier Zentrale. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Mann.
Barney vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mandates Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue, Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird brenzlig. Zentrale, das Gebäude brennt. Die Feuerwehr ist unterwegs. Er ist doch drin. Hören Sie mich. Okay, hier haben wir Fensterchen. Okay, was auch immer uns das Fenster sagen will, dass wir wahrscheinlich da rausspringen müssen. Da so, jetzt durch. Seh dir diesen Hebel einfach an, aber weicher. Schauen, nichts anfassen. Echt jetzt? Noobmaster, danke fürs Reinfolgen auf Twitch, Brudi. Achso. Echt jetzt? Er hat's wirklich nur angeschaut? Das glaube ich jetzt nicht. Da ist aber auch eine Tür. Ah, da steht Treppe, die kaputt ist. Kann ich hier rüber? Ja, okay, könnte ich. Dann gehen wir hier rüber noch schnell. Okay. Sonst ist hier nichts. Nicht darunter. Gibt es hier noch was? Hier ist ein Schrank. Nee, scheiße. Ich will nicht runter, wir müssen wahrscheinlich. Dabei rüber springt er nicht, gell? Achso. Okay. Ach, ja klar, hier. Der Klettermaxi kann ja klettern. Ruhe. Hoffentlich hält das. Warte mal. Wo sind wir jetzt? Hier. Das haben wir schon. Was haben wir jetzt hier? Das haben wir noch nicht gehabt, oder? Jetzt? Blick's gerade nicht. Ja, jetzt weiß ich, wo wir sind, aber was hat das jetzt mit der Kiste zu tun, die wir runtergeschubbt haben? Die hat das Ding zum Einbrechen gebracht, wahrscheinlich. Der Boden, gell? Ich hab da nicht aufgepasst. So. Jetzt Ayala, rüber mit dir, Kollege, komm. Das schaffst du. Hallo Karina. Servus Shaiki. Und hallo Marina.
die gibt's auch noch. Ja klar, die hat's überlebt. Entkomme Dumé, finde durch den Wald. Finde durch den. Achso, okay. Zack, mal rüber. Zack. Sportliches Gör. Dann gehen wir hier einmal auch noch, einmal hier. Zack. Ja. Ah, sehr schön. Haben wir hier irgendwas? Da haben wir auch was. Können wir auch. Zack, leider hier durch. Ein Hosenfetzen oder so. Gehen wir mal hier hoch. Kommt die hier auch schon hoch? Nee. Bisschen zu hoch. Ist ihr Adenk zu hoch? Nee, ich hab da seine Statue. Danke, Karina. Vielen, vielen Dank. Oh, eine Karte. Francis Morello. Klasse C, Ende keins Geschäft, nenne ich hier auch kein nichts Wichtiges. Inferno. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Okay. Onkel Francis ist ein cooler Onkel. Jetzt haben wir hier aber ein Labyrinth. Da waren wir. Hier geht's nach links, da geht's nach rechts. Ich dachte, wenn wir erstmal draußen wären. Nein, gehen wir nach rechts, da ist schnell. Da gehen wir noch nicht hin. So, heute gehen wir mal noch nicht. Hallo, Debbie. Das ist nochmal der Hütte. Jetzt haben wir zwei. Also gehen wir zu der Kleinen. Habe ich im ersten Durchgang so viele Münzen übersehen. Krass. Danke, Debbie. Vielen Dank für die Geschenke. Oh! Sorry, abgelenkt. Und ich habe eigentlich die falsche Taste gedrückt, aber er hat sie angenommen. Geil. Das ist cool, wenn er die Tasten nicht annimmt, wenn ich sie falsch drücke. Also normalerweise nimmt er sie schon an. Aber in dem Fall habe ich jetzt Glück gehabt. Geschafft. Schlüssel.
Habe ich schon gespielt, ja. Das war, glaube ich, Man of Madden, glaube ich, auf dem Schiff von der Reihe. Habe ich gespielt, ja. Heilige Scheiße. Seine Hand wurde abgetrennt. Die Hand ist gefallen. Oh ja, seine Hand wurde abgetrennt. Das kann ich bestätigen, Leute. Das kann ich bestätigen. Sie wurde abgetrennt. Haben wir sonst nichts aus der Seite abgetrennt, der Hand? Ja, okay. Haben wir den? Ne, das war ein Geheimnis. Okay. Schade. Geht da in den Busch rein? Nein. Zack, 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 zack. Da kann ich reinkommen. Eine Ratte! Was ein fettes Viech! Was ein fettes Viech! Wohlgenährt, die alte Dame. Aus, Bello. Bravo, Bello, Ruhe. Ruhe. Will hier nichts hören von dir. Sollen wir ihn umlegen, den Hund? Sollen wir ihn töten? Eins ja, zwei nein. Zwei, nein, nein, okay. Jetzt hat er uns verraten. Die Köhle.
Sind Sie hier? Wir müssen irgendwie reinkommen. Was, wenn Sie nicht da sind? Eins nach dem anderen. Gehen wir rein. Welche Tasse ist es denn geworden, Marina, wenn ich das so richtig gelesen habe? Nee, Zuckerlady. Beweis, Adresse, Chicago, bla bla bla, Sicherungsdatum, yalla yalla. Um 6 Uhr entdeckte ich Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich Zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Geil, Marina. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Letzte Ding. Wir haben die letzte Karte. Vier von fünf. Doch nicht. Ich habe gedacht, das wäre die letzte. Ach, Kacke. Diesen Scheiß nicht gesagt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Dimmitt. Ich will. Mein Team geht tot. Servus, Simon. Ich regel das. Das war mein. Ich bin so ein Idiot. Ich wollte so sehr, dass das klappt, dass ich ihm einfach alles geglaubt habe. Das ist geschnitten. Und das gar nicht schlecht. Überzeugend. Warum wird er mich? Will er mich zum Sündenbock machen? Tschüss. So, was haben wir hier? Zick, zack, zack. Was haben wir da drin? Emo, geil. So ein Küchenmesser-Set. Ja, das wäre geil. Hector Waylon Mundy. Hiermit verleihen wir Hector Waylon Mundy den akademischen Grad Bachelor of Science für Psychologie.